Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren grandiosen Folge Chernobyl Light. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie immer natürlich Dankeschön für das Feedback. Wie immer natürlich danke fürs erneute Einschalten. Freunde, nehmt euch gerne kurz die Zeit, lasst ein Like da, wenn ihr mich unterstützen wollt, wenn ihr mehr sehen wollt von dem Spiel hier auf dem Kanal. Ihr wisst ja, ansonsten natürlich Videobeschreibung abchecken für das Gewinnspiel von meinem Partner Instant Gaming. Ja, oder wenn ihr euch das Spiel selber kaufen wollt, macht es gerne dort. Könnt ihr auf jeden Fall einiges sparen. Und folgt mir auch gerne auf Social Media und Discord, Freunde. Dann kriegt ihr auf jeden Fall immer eine Benachrichtigung auf Discord, falls ein Video online geht. Oder wenn ein Video online geht. So, wir schauen noch ein bisschen weiter rein ins Spiel. Ja? Und entscheiden dann, wie wir das weitermachen. Ob wir es weitermachen. Und so weiter und so fort. So, Quest abgeschlossen. Endet es sofort? Müssen wir sofort verschwinden hier eigentlich? Oder? Warte mal. Du hast deine erste Quest abgeschlossen. Nutze den, wann immer du bereit bist. Ah, okay. Ah, das ist ja natürlich ganz geil. Dann können wir das ja, dann kann man das ja wirklich so eher machen. Erstmal das Questziel abschließen und dann entscheiden, ob man sich noch ein bisschen umschaut, oder? Oder? Das wäre, glaube ich, ein bisschen sinnvoller. Oh, hier sind ohne Ende noch Fragezeichen, ne? Ja. Aber ich würde sagen, wir hauen jetzt erstmal ab. Doch, wir hauen jetzt hier erstmal ab. Und schauen dann später vielleicht hier nochmal vorbei. Ich will einfach nochmal ein bisschen mehr von dem Spiel kennenlernen. Ja, wie das abläuft. Ob das wirklich so immer wieder und immer wieder so abläuft. Oder ob man das ein bisschen beschleunigen könnte, wenn man sich nur auf die Story konzentrieren möchte. Oder überwiegend den Fokus drauf legen möchte. Wie das so ist, was man dafür machen muss. Ob das überhaupt geht oder ob man gezwungen ist zu looten, leveln und so. Ich denke, dieser Approach funktioniert, Igor. Looks like we can sneak in and out of the zone without attracting attention. So, how did it go? Are you any closer to finding your old lady? You still want to go back to the power plant? I have to go back. I have the strongest feeling she's there. Feelings? You surprise me, Professor Kiminyuk. Trusting your instincts is important, but last time we tried that, we lost Anton. We need some hard evidence before we go down that road again. Don't worry, Olivier. I'm not crazy. I'll keep gathering evidence, and when I've got enough, we can formulate a new plan. Good. Evidence, plans, information, resources. It will all get us closer to your goal, Igor. How did you do today? I'll brief you in a minute. First, let me point out a couple of things to you. Go on. You need to understand the role you're in. You hired me and rented this warehouse. That makes you the commander of this base. It means you will be in charge of all our equipment and, most importantly, our food rations. You have to start thinking like a strategist, like this is a military operation. Organize the base and take care of your troops. That's number one. Starving is no fun, I know from experience. Forget to feed your troops and their morale will drop. They might even desert you. Also, in situations where resources are scarce, there's a group psychology to consider. Playing favorites, rewarding those who slack off, and not appreciating the men who pull their weight are surefire ways of creating discord amongst the men. What men? There are only two of us. For now, but that has to change if you want your power plant operation to succeed. We need more power, more intel, more skill, and more bodies. And each of those bodies will need space, food, and resources in this base. I know you're eager to bolt out there and continue your search. But you need to be patient, plan, strategize, take it slow. You have to find time to cater to the needs of your companions and manage this warehouse. If you don't, all your plans will be for nothing. You're right. I need to be smart about all of this. Absolutely. And remember, I'm here for you. I will advise and support you every step of the way. That's what you're paying me for. Okay, Gefährten geben jeden Tag einen Bericht über ihre zugewiesenen Missionen ab. Du erfährst dann, ob sie erfolgreich waren und was sie erreicht haben. Alle Items, die sie finden, landen automatisch in deiner Tasche. Drücke A, wenn du fertig bist. Angeschlagen, Gesundheit, instabil, der Kopf. Igors Psyche wird stark darunter leiden, weil er es nicht zu essen, weil er nichts zu essen bekommt. Okay, ach guck mal hier.
Während einer Mission, der Gefährte hat sich schwer verletzt. Es wirkt sich auf seine Verfassung aus. Wir nehmen eine halbe. Wir nehmen eine halbe erstmal. Wie viel haben wir denn überhaupt? Ach so. Tasche 3,5 haben wir oder was? Ja, komm. Machen wir das so. Abends kannst du deine Basis ausbauen oder mit Gefährten trainieren. Zögere nicht, deine gesammelten Ressourcen und Fähigkeitspunkte zu verbrauchen. Okay. Das ist die Beutekiste. Okay. Fähigkeiten. Angeschlagen, instabil. Wie können wir ihm denn jetzt helfen, ey? Können wir ihm eine Salbe geben oder was? Was macht er denn da, Alter? I'm wounded, Igor. Can you get me a first aid kit? Appreciate it. I feel better already. Do you think you could find some time to teach me some of your military tricks? No. There are no tricks or shortcuts when it comes to improving your survival skills or shooting. But I'll be happy to teach you some basics. It'll make my job easier too if you know how to handle yourself out there. Perfect. Let's do it. Follow me. Alles klar. Okay. Now focus, Igor. You only fire on my command. Understood? You have 5 bullets for 5 targets. Stand straight, but knees relaxed, and focus on the front sight. Make each bullet count. Ready? Fire! Okay. Stand straight, with your legs spread at shoulder width. Then your knees a little for support. Line the front sight up about your accuracy. A decent performance. Better than I expected, to be honest. Ja, ey, wie gesagt, ihr habt gesehen, dass mein Controller spinnt. Der verabschiedet sich teilweise. Er ist von selbst, also es liegt nur am Controller, wenn ich daneben schieße, okay? Ihr seht schon. Ich drücke nämlich jetzt gerade gar nichts. Und es bewegt sich ohne Ende. Was ist los, Igor? Muss einen neuen bestellen, ne? So. Zu wenige Betten. Einige Gefährten müssen auf dem Boden schlafen. Can we swap some stuff, Olivier? Sure, whatever you need. Igors Tasche. Aktuelle Ausrüstung. Keine Ausrüstung. Nee, die Pistole behalte ich. So. Wohlbefinden, Beleuchtung, Möbel. Möbel? Hocker? Schultisch. Nee. Wände, Dekoration. Habe ich es jetzt überlesen? Oder? Gibt es hier kein Bett oder was? Nicht in der Kategorie oder was? Elektronik, Beleuchtung. Möbel, Wände, Dekoration. Basisverbesserung? Schlafstellen. Ach da. Kräuter. Ah, guck mal hier, bequemes Bett. Hauen wir hier hin die Betten hin oder was? Hier. So. Bist du zufrieden jetzt? What's going on, Igor? Ja. Okay. Alles klar. Gut. Ja, ist wirklich, erinnert wirklich extrem stark an das Fallout-Ding. Auch mit den Anzeigen, was er haben will, was er braucht und so weiter und so fort. Ja. Werden wir den Tag. Ja, ey. Mal schauen, wa? Mal schauen, was es noch so alles spielerisch für Sachen gibt.
So. Hat er das Bett genutzt denn jetzt wenigstens? I know you're there, little mouse. Pick up. Who is this? A better question is, who are you? What? I kid, Mousy, I kid. I know where you are, and I know who you are looking for, yes? Let this be enough for now. Listen, I have something to show you, something very important. Oh, but we must meet in person. Oh, this is not something to explain. It must be seen. I don't know who you are, but I'm not walking blindly into some trap. Blind? Oh, goodness, no, on the contrary. I wish for you to see. Meet me at the Duga Radar Command Center. You know it, yes? Duga Radar? Who the hell is this? Oh, this is insane. Also ich muss sagen, ich finde die Stimmen eigentlich alle cool, außer die von Igor. Warum hat er Oxford English Akzent? Was, also es passt ja irgendwie, zu ihm passt es gar nicht. Die anderen haben ganz normale englische Aussprache, so. I heard. What are you going to do? Go meet our mystery man, I guess. The real mystery is why that guy isn't strapped to a bed someplace, juiced up on Haldol. He may know something. I have to take the risk. Sure. He might know something. Or he might just be waiting to split your skull open with a hatchet and eat your liver. I really don't think this is a good idea. It sounds exactly like a trap. Tatiana's the reason I came here in the first place. I can't start playing it safe now. I have to try. For her. Listen, you've got to temper that obsession of yours with good sense. Otherwise, it'll get you killed. Regardless of how I feel about Tarakan, he could be my only chance of finding Tatiana. Suit yourself, but you could just as easily be racing towards your own death, and this lunatic already knows our location. Him and his nutty buddies could be closing in on us right now. We have a good defensive position here. We should sit tight and defend it, if it comes to that. I appreciate the tactical input, Olivier, but I have to do this. All right, Igor, what's next? Okay. Nächste Mission. Das Wetter in Tschernobyl ist jeden Tag anders. Regen verschluckt deine Geräusche und Nebel behindert die Sicht deiner Gegner. Das kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Beobachte die Sperrzone und passe deine Ausrüstung an die Gegebenheiten an, bevor du dich auf eine Mission begibst. Okay. Kann er jetzt überhaupt was machen? Was bedeutet diese... Achso, warte mal. 47%, nee, dann geht er drauf. Der bleibt in der Base. Der bleibt in der Base. Kein Bock, den jetzt zu verlieren, weißt du? Ja. So. Machen wir das so. Ey, aber krass, dass er... Soll das so sein? A huge frightening monstrosity made of steel. The epitome of the Cold War and insatiable ambition. But what does it have to do with you or me? It's been so many years, but someone must remember Igor. Someone has to know. Die Frage, die ich gerade stellen wollte, oder ist es so gewollt gewesen, dass er bei der ersten Mission so oder so verletzt zurückkommt, damit man halt lernt, wie man ihn verarztet und sich um ihn kümmert und so weiter, weil bei 87% kommt er direkt so komplett angeschlagen zurück oder was schwer verletzt. Bei 87% Erfolgschance. Ja, gute Auswahl auf jeden Fall bei 87%, nice. So. Eigentliches Ziel ist hier oben. Was halt auch scheiße ist, wenn wir keinen Dietrich haben, weißt du, was ich meine? Ist halt auch doof. Wenn wir uns nicht mal in die Häuser schleichen können, selbst wenn wir es wollten. Achso. What the fuck, what the fuck? Wow, da! What the hell? It doesn't look good, huh? Nee. How did this happen? Those things attacked us. Last one got to me. I blew his face off. And now I'm stuck here. By the way, can you spare a bullet? You want to kill yourself?
I'm not stupid. I know I'm not getting out of this. At least, let me end it before another one of those things shows up. Or kill me. At least you're a human. Wait, there must be some way to get you out of this. You're free to look for one. Just don't leave me hanging, huh? Aber da brauchen wir doch diesen Bohrer, oder was das war? Kräuter. Scheiße, Alter. Oder soll ich ihm einfach eine Patrone geben? Wir brauchen ja diesen Bohrer, oder was das war? Wow. Wow! Oh, okay. Doch nicht. Okay, nice. Ich dachte, wir bräuchten irgendwie so einen Bohrer, um das wegzumachen, weißt du? Oh, I'll be damned. I was sure I was a goner. Thank you. Maybe be more careful from now on, I will. Listen, I'll remember your face. Hopefully I can return the favor one day. Oh, I'll be damned. I was sure I was... Maybe be more careful. I will. Okay. Okay, gut. Na gut, dann ging's ja doch einfacher als gedacht. Weil bei dem anderen Level war ja irgendwie so eine Anmerkung, dass wir nicht das richtige Gerät haben oder so, um diese Steine zu beseitigen. Deswegen dachte ich, wir bräuchten da irgendwie was Krasses. What the fuck? You'll never find her. Leave this place. Alter, was ist hier los, Junge? Was ist hier los? Also jeder dieser Fragezeichenpunkte gibt echt gut Erfahrungspunkte und auch irgendwie so kleine Schnipsel, wa? Vielleicht muss man die wirklich so gut es geht besser mitnehmen. Ich meine, lohnt tut sich das. Scheiße. Scheiße, ey. Tango's behind cover. Careful. Komm schon. He's over there. We've got you now, stalker. He'll come out eventually. Everyone be ready. Hä? War da nicht einer oder zwei mehr drauf? Du hast ein neues Level erreicht. Boah, ich bin voll, kann das sein? Ich bin voll langsam. Nee, doch nicht. Scheiße. Was ist das hier nochmal? Anti-Strahlung. So, wir müssen irgendwas einnehmen. Medikit. Okay. So, die Knarren. Achso, die Gewehre haben wir nicht mitgenommen. Was ist das? Ja, das ist ja doof, ey. Scheiße, Alter. Ich bin da so unvorsichtig reingelatscht. Das wäre es natürlich jetzt gewesen. Zum einen natürlich, wenn ich jetzt gestorben wäre, das wäre natürlich scheiße. Aber es wäre natürlich auch geil gewesen, hätte man einfach jetzt sich die geilen Gewehre von denen nehmen können, weißt du? Alles klar. Sag mal, der Regen müsste doch auch verseucht sein, oder? Das juckt die nicht hier, oder was, die Leute? Die sind abgeerdet, wa? Wie kommt man jetzt hier rein?
Wie kommt man jetzt hier rein? Ah, hier. Ja, diese Elemente, das sieht aus wie der andere Raum auf der anderen Map. Als hätten die den Copy-Paste hier reingemacht. Ja. So, einfach mal alles mitnehmen, was wir finden. Ne? Ich meine, wenn der Rucksack eh so riesig groß ist, So, wie komme ich denn hier rein? Auf die Ebene. Schafft man das? Was meint ihr? Na komm, Alter. Oh, wo ist er denn jetzt gegengeflogen? Ein Versuch noch, wenn nicht, dann lassen wir es. Ich weiß nicht, ey. Sieht fast so aus, als könnte man das schaffen. Ja, das sind wirklich Copy-Paste-Räume. Aber das wird wahrscheinlich auch so gewesen sein dort. Ah, ich weiß nicht. Ah, egal, scheiß auf. Bevor ich jetzt hier ewig rumprobiere, gehen wir lieber ein bisschen weiter. Und sammeln noch ein bisschen Zeug ein. Was für Sounds. Kommen dahin. Sag mal, ist es die gleiche Map? Ah, das ist ja auch die gleiche Map, war ich Idiot? Ja, komm, ich nehme alles zurück. Stimmt, das war ja ganz oben ausgewählt. Das ist ja die gleiche Map. Alles gut. Mein Fehler. Pilze? Da ist ein dicker Rucksack, ey. Warum kannst du nicht klettern, Junge? Rambo. Die Frage ist, gibt es irgendwelche Nachteile, wenn man einfach die Leute reihenweise umbringt? Weil einfacher ist es auf jeden Fall. Einfacher ist es dadurch auf jeden Fall. Wir verlieren zwar ein bisschen was an Psyche. Aber es ist halt die Frage, ob das irgendwie, keine Ahnung, ob das irgendwie so dazu beiträgt, dass man ein schlechtes Ende bekommt oder so. Wisst ihr, was ich meine? So wie bei Dishonored oder so. Who's there? Why are you loitering here? Easy. I'm just... What? Speak louder. I'm looking for some parts. Stop yelling. It's not safe here. Why isn't it safe? What kind of question is that? NKVD, of course. NKVD? The secret Soviet police? These bastards came around here snooping. They arrested my sister-in-law for being a kulak. And she only has two cows. Two fucking cows, goddammit. The NKVD doesn't exist anymore. You don't need to worry about them. Yes, yes. Yeshov is a piece of shit. His goons are persecuting everyone. Even decorated war heroes like myself, duh. Oh my. What? You've got to speak louder, lad. My hearing is not so good anymore after some fritz threw a grenade into my bunker. Do you have anything to trade? Perhaps some parts? Why didn't you ask sooner? Of course I do. I'll trade you junk for some bullets. I need to arm myself in case the NKVD comes back. Nee. See you later. Nee, komm, lass gut sein, ey. Ich mach mein eigenes Ding. Ich sammle selbst mein Zeug. Und ich würde auch sagen, Freunde, wir hören hier dann erstmal auf. Und
haben ja jetzt, glaube ich, obwohl hier sind noch ein paar Fragezeichen. Dietrich benötigt. Anti-Chernobyl-Brenner, genau das meine ich. Ich dachte, das bräuchten wir, um den Kollegen von, oder den Soldaten zu befreien, aber es ging ja auch so. Ah, hier ist auch noch ein Fragezeichen. Ja, gut, ey, wir machen hier erstmal Schluss. Wie gesagt, lasst gerne weiter ein Feedback da. Zeigt mir, wenn ihr Bock habt, auf weitere Videos, zeigt mir das auch. Ja? Ist ja klar. Und ansonsten, danke erstmal fürs Zusehen. Ne? Haut rein. Tschüss.